Heute habe ich einen besonderen Gast für euch hier zu Besuch auf unserem Kanal, die Birgit Albiker. Sie ist Gesundheitsberaterin, energetische Therapeutin und Heilerin und auch Dornbräuß-Therapeutin. Und mit ihr werde ich heute über ihre Arbeit sprechen, was sie macht, und werde noch ein paar Patientenbeispiele erwähnen in Bezug zu Kopfschmerzen, Schlaganfall und so weiter. Ganz interessant, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen darüber unterhalten. Freue ich mich drauf. Und mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und auch Gründer mit meiner Frau Marie zusammen unsere Online-Akademie Karmananda für Wege in eine neue Medizin und in deine Gesundheit, haben wir auch unten verlinkt, sowie die Kontaktdaten von der Birgit haben wir auch unten verlinkt, wer hier dann doch Interesse hat, sie mal zu kontaktieren. Liebe Birgit, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dich auch bereit erklärst für ein Interview. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was du so machst. So wie ich weiß, bist du in der Schweiz? Also ich bin nicht ganz in der Schweiz, aber ganz in der Nähe von der Schweiz. Ich wohne an der Schweizer Grenze. Und genau, da habe ich meine eigene Praxis und arbeite jetzt schon seit über 15 Jahren im Gesundheitsbereich, im alternativen Medizinbereich, genau, und mache Geistheilung, energetische Heilung. Und habe auch die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, Gesundheitsberatung. Und ja, ich mache das jetzt schon lange in der Praxis und ja. Und was, das ist ja immer so eine Sache, ne? Mit, wenn man zum Beispiel Geistheilung oder energetische Heilung, ich nenne es lieber energetische Heilung, weil aber das ist auch, wir haben ja auch einen Geist, wir haben auch verschiedene Energiekörper in uns drin. Damit können viele Menschen nichts mit anfangen. Und vielleicht auch viele, die jetzt hier zuhören, sagen, oh, was ist das für hier jetzt wieder, was über was erzählt und jetzt wieder. Aber es ist sehr wichtig. Und es ist mir auch wichtig, auch solche Dinge hier auch mal ins Bewusstsein zu bringen. Was versteht man denn unter Geistheilung, energetischer Heilung? Kannst du mal ein bisschen erklären? Ja, also der Geist, also das ist ja auch die Energie, die wir in uns haben. Das ist das Denken, das Sprechen, das Fühlen. Das ist das Sein in uns, ja, so kann man es eigentlich sagen, ganz einfach ausgedrückt. Und ja, es ist einfach viel, viel mehr, was hier passiert. Und da geht es dann nicht nur um das einzelne Symptom, das dann vielmals dann irgendwie geheilt wird oder gelindert wird mit Medikamenten, wobei das in Ordnung ist für den Moment sicherlich. Aber um dann die Ursache zu lösen, das liegt dann meistens in uns selber. Ja, es ist auch so, wenn du mit den Medikamente ansprichst, was mir häufig auffällt, du sagst, was lösen, ne? Wir lösen etwas, dass wir gesünder werden können, aber die meisten oder viele Medikamente blockieren etwas. Und ich sage zu meinen Patienten auch immer, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wenn wir mit Medikamenten akut behandeln, okay, dann blockieren wir halt mal den Schmerz oder die Entzündung oder weiß Gott, gell. Aber wenn wir das auf längere Zeit machen, in einer chronischen Behandlung und immer wieder Blockaden setzen oder vielleicht mit neuen Medikamenten wieder Blockaden setzen, blockieren wir auch die Heilung, auch auf der energetischen Ebene. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, das ist richtig, ja. Ja. Und das ist mir halt auch ein großes Anliegen immer, dass wir schauen, dass wir, egal wie, auf den verschiedenen Ebenen, sage ich immer, eben in die Therapie hineingehen. Und diese Therapieform, die du machst, sind auch verschiedene Ebenen. Ich nenne es ja immer feinstofflich dann, oder? Das ist auch feinstofflich. Feinstofflich ist ja das, was man nicht unbedingt gerade sieht, sondern das sind dann einfach ganz andere Ebenen, die man auch wahrnehmen kann. Ja? Und ich nehme das auch sehr stark über die Hellsicht wahr. Also ich gehe dann hellsichtig in verschiedene Bereiche von Menschen rein, energetische Bereiche, auch in die verschiedenen Organe. Also sei es jetzt, ja, wenn jetzt jemand Kopfschmerzen hat oder irgendwie Herzprobleme hat, dass man dann auch einfach in das Herz reinblicken kann über die Hellsicht, ja. Dass du rein spürst, kann man auch so, das, ich muss es vielleicht ein bisschen übersetzen, ja. Dass du dich da rein spürst. Viele Therapeuten haben ja auch, wenn sie Menschen behandeln, ein Gespür. Ich darf mich mal so ausdrücken, dass man es vielleicht besser versteht. Dass man, ja,
wenn zu mir ein Patient reinkommt, ich spüre in der ersten Millisekunde, sage ich immer, wie es dem geht. Das ist dann, und das hast du auch, und du machst es dann noch über, wie du sagst, die Hellsichtigkeit, mhm, und siehst dann da auch mehr, ne? Mhm. Oder auf eine andere Art und Weise. Auf einer anderen Art und Weise, mhm, auf einer anderen Ebene, genau. Und wir machen das ja immer so, wir arbeiten ja auch mit der energetischen Medizin hier in der Praxis. Und ich sage immer, es gibt da die verschiedenen Ebenen. Das mache ich jetzt auch mal hier klarstellen, dass wir natürlich nicht nur auf der energetischen Ebene behandeln. Du bist ja auch Dornbusch-Therapeutin zum Beispiel. Das ist ja, ja, eher was Manuelles. Genau. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, mhm, der Physiotherapie und manuellen Therapie. Und dann haben wir natürlich die... Dann haben wir noch die Alternativen in der Pflanzenheilkunde, in der Gemotherapie, in der Homöopathie. Und da haben wir natürlich auch die Schulmedizin, haben wir ja gerade schon erwähnt. Mhm. Wenn starke Kopfschmerzen da sind, sind wir froh, wenn wir mal eine Kopfschmerztablette nehmen dürfen, akut, oder ein Antibiotika bei starken eitrigen Mandelentzündungen. Aber das sollte nur eine Notlösung sein, also dass wir integrativ behandeln. Und ich fand es auch immer so schön vom Dietrich Klinger, der habe ich ja schon sehr viele Fortbildungen besucht bei ihm und Vorträge, Live-Vorträge gehört. Er sagt immer, wir behandeln auf verschiedenen Ebenen. Ja, so, mhm, kann man es ja hier auch dann sehen. So kann man sehen, genau. Und du hast mir auch erzählt, du machst das auch die Ausbildung zur Hypnosetherapeutin. Ganz genau, ja. Mhm. Finde ich auch hochspannend. Ja. Ja, das ist schon auch sehr spannend, weil man dann einfach den Menschen begleiten kann in sein Unterbewusstsein. Mhm. Und dort kann man einfach auch gewisse Dinge lösen, sei es jetzt irgendwas aus der Kindheit, wo man sich einfach nicht von, ja, sagen wir, Triggerpunkten lösen kann. Mhm. Ja. Und wir erzählen gleich noch was über Herzinfarkt, Schlaganfall, Migräne, okay? Aber was mich jetzt interessiert ist, du sagst, in die Kindheit reingeht, gerade mit Hypnose oder Ähnlichem, und spielt da auch das Seelenalter oder die Seelenleben eine Rolle? Also sprich, dass wir in dieser Inkarnation leben es ja, und dass wir haben ja schon anderes erlebt, auch wenn man es aus der seelischen Perspektive betrachtet. Mhm. Machst du da auch was, so dass du da schaust? Oder? Dass ich jetzt in die Inkarnation gehe? Und ja, nee, das mache ich jetzt eigentlich das nicht. Also ich mache immer das gegenwärtige Jetzt, mhm, und ich. Ja, ist auch das Wichtigste, ja. Mhm. Da fällt mir gerade auch noch ein, Entschuldigung, wenn ich auch ein bisschen so erzähle, aber gerne. So. Mhm. Ich habe mal nämlich im Studium in Tübingen, habe ich ja Medizin studiert, mich von einem alten Arzt behandeln lassen, Herr Dr. Georg von Keller, ist schon längst verstorben, der war damals schon fast 90, hat mich mein Studium über begleitet, es war ein homöopathischer Arzt und Internist, und er hat auch so eine Hellsichtigkeit gehabt, das habe ich gesehen. Und er hat mir mal gesagt, mich interessiert es eigentlich nicht, was war. Mich interessiert nur das, was ist, und das behandeln wir. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, es passt jetzt auch dazu. Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ja. Und erzähl mal noch, ja, wir haben vorhin, ich habe dich nach ein paar Patienten gefragt, oder Klienten, ich weiß nicht, wie man sagt, ist auch egal. Gerade, du hast gesagt, ja, du hast den Fall, einen ganz neuen Fall, den du gerade hast, einen Schlaganfall. Erzähl das doch mal hier gerne. Genau, also Schlaganfallpatient, der kam dann ganz spontan ins Krankenhaus, konnte sich nicht mehr bewegen, ich glaube, spreche viel auch schwer. Und dann hat mich die Frau gebeten, dass ich doch da Fernheilungen mache. Und da habe ich dann gleich reingearbeitet, und der Mann hat auch gesagt, er merkt, dass hier ein Licht ist, dass da eine Kraft ist. Und von Tag zu Tag konnte er wieder laufen, gehen, sprechen. Also es ist energetisch. Ich darf auch noch mal kurz hier erwähnen, weil wir hier in Deutschland sitzen, das Wort Fernheilung dürfen wir eigentlich nicht ganz so nehmen, aber man kann den Leuten eine positive Energie zusenden, so dürfen wir das sagen. Gell? Das dürfen wir dann schon so machen. Ja, ich kenne viele Therapeuten, die so arbeiten. Das darf ich auch nochmal sagen, weil hier sicherlich auch einige Leute zuhören, die sagen, was ist das von, ich sag's mal so, Blödsinn oder Charlatanerie oder sonst was. Ne? Aber da gibt es ja ganz viele Ansichten. Wer heilt, hat Recht. Und wenn der Patient im Krankenhaus ist und von Ärzten betreut wird, und die Frau, jemanden wie die Birgit, bittet, hier nochmals in die Energie, ins Energiefeld hineinzugehen, dann ist das eine gute Sache, dann darf man das auch so machen. Und wenn es dem Menschen dann besser geht, dann können wir alle nur dankbar sein, ganz klar. Gell?
aber auch mit, das sehen wir immer häufiger jetzt, Schlaganfälle häufen sich ja in der letzten Zeit, Herzinfarkte häufen sich in der letzten Zeit, ich sehe es auch bei meinen Patienten, wir sehen es alle in unserem Umfeld und es ist einfach wichtig, dass wir eben Wege in eine neue Medizin auch gehen. Und das ist die integrative Medizin, das heißt die Schulmedizin, integrativ mit eben dem, was es sonst noch gibt. Ne? Dazu gehört natürlich auch die Ernährungstherapie, die Mikronährstofftherapie, die Pflanzenheilkunde etc. Ja. Ich habe gestern eine Freundin getroffen, die macht viel in der Pflanzenheilkunde, ist Therapeutin und auch in der Gemotherapie sehr viel. Auch bei Herzinfarkt, Schlaganfallpatienten hat sie da sehr große Erfolge. Und die Gemotherapie ist ja auch wiederum so eine energetische medizinische Geschichte mit der Knospentherapie. Also das kann man dann so sehen, diese energetischen Geschichten, auch die Homöopathie, wenn man das mal so sieht, die muss man halt mal verstehen. Ne? Eine Frequenz und eine Resonanz. Man kann es auch bio- oder ja, physikalisch erklären. Das geht sogar. Mhm. Ja. Ja, und Kopfschmerzpatienten hast du auch erwähnt. Habe ich viele, ganz genau, ja. Die dann einfach in der Schulmedizin immer weiterkommen, starke Migräneanfälle habe und genau, die behandle ich dann. Das sind dann einige Sitzungen, einige Behandlungen, wo dann das Energetische fließen lassen, ja, einfach vollzogen wird. Und ja, diese Menschen haben dann vielleicht nur ein, zweimal im Jahr diese Migräne. Also das sind auch, ne, Blockaden lösen. So kann man es auch mal sehen. Ich versuche es ein bisschen zu übersetzen. Ne? Ja, wir haben auch die Chakren und dann haben viele da einfach Blockaden, bekommen aus dem Grund Kopfschmerzen. Natürlich schauen wir uns einfach das Schulmedizinische oder auch das Proentzündliche an und ob da nichts dahinter steckt mit dem Tumor oder so. Weil alle Patienten von ihr sind ja auch in der ärztlichen Behandlung, ja, muss man sagen. Ich bin selbst Arzt, ich darf das selbst machen, aber ich arbeite immer mit den Fachärzten auch zusammen. Und auch da darf ich die Birgit auch bestätigen. Ich erzähle auch mal ein Beispiel, und zwar von meiner eigenen Ehefrau, von meiner Frau Marie. Sie hat Wahnsinnsmigräne gehabt und ich habe sie dann auch behandelt, auch mit der Naturheilkunde, homöopathisch, Mikronährstoffe und so weiter. Ist deutlich besser geworden, deutlich besser. Aber sie hat es immer wieder mal bekommen. Und sie hat sich dann auch energetisch noch was behandeln lassen von einer Bekannten von mir. Sie hat keine Migräne mehr gekriegt. Nichts mehr. Jetzt seit über einem Jahr. Und es kam in regelmäßigen Abständen. Es war dann schwächer, aber jetzt hat sie gar keine mehr. Und das kannst du ja bestätigen. Das kann ich absolut bestätigen. Ja. Das sind so schöne Fälle. Und das kann man auch wirklich abgrenzen. Da kann man sagen, Moment mal, die Leute nehmen jetzt keine Schmerzmittel mehr. Sie haben sie schulmedizinisch behandeln lassen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Also dann es ist immer eine Möglichkeit, zusätzlich integrativ. Ja, das möchte ich hier sagen. Wie gesagt, wer Kontakt sucht, zum Beispiel so zu Birgit, wir haben es unten, es verlinkt ihre Kontaktdaten und mal ein Gespräch sucht oder weiß Gott. Mhm. Weil ich finde das eine ganz, ganz wichtige Richtung in der Medizin. Ja. Mhm. Was behandelst du sonst noch? Sagen wir Schlaganfall, haben wir es gehabt, Migräne, alles. Es spielt gar keine Rolle. Spielt keine Rolle, ja. Ich muss ehrlich sagen, es spielt keine Rolle. Also, ob das jetzt auch Krebspatienten sind, also die würde ich nie alleine behandeln, immer natürlich in Begleitung mit der Schulmedizin, aber es spielt keine Rolle, um was es geht. Also alles so, wie ich das auch immer sage. Ganz genau. Zu mir kommen auch alle. Ne? Und dann gucken wir, was wir machen können. So ist es. Ja, Birgit, noch ein letztes Wort an unsere Zuschauer oder was dir auf dem Herzen liegt. Was möchtest du noch sagen? Ich sage immer, die Menschen, die finden ihren Heilweg. Sie sollen einfach auf das hören, was sie fühlen. Und dieser Weg ist der richtige Weg. Sehr gut. Ja. Und zwar jeder Weg dann. Ja. Richtig. Man muss richtig. Jetzt nicht den oder den gehen. Ja. So ist das. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, zu hören. Und natürlich bei der Birgit, dass sie sich bereit erklärt hat, hier auch über solch ein Thema vor der Kamera in der Öffentlichkeit zu sprechen, habe ich auch wirklich auch höchsten Respekt davor und schätze das sehr. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Gesundheit in dieser Inkarnation hier auf unserer geliebten Mutter Erde. Ja? Und bedanke mich bei dir. Danke auch.